Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Account Overview auf meinem Kanal. Heute mit dem Heinzi von Server 64. Du bist Level 60, VIP 3 und ja, dann schauen wir mal, was bei dir im Account so geht. Zuallererst erstmal ins Ranking. Wo stehst du denn da? Du bist nicht im Ranking von der Kraft her. Hast 360.000 Kraft. Schau mal, wo Platz 50 ist. Ja, also du kommst hundertprozentig ins Ranking. Das ist ja auch noch ein relativ neuer Server. Der Server höchste hat hier noch keine Millionen. Also das ist auf jeden Fall, da ist noch alles offen. Da kannst du gut noch hochpushen. Außerdem, wie ich hier sehe, hast du ein Seelebi. Ja, das sollte für dich gar kein Problem sein, hier Stück für Stück aufzusteigen. Schauen wir mal, was hier der Beste hat. Ja. Glurak, Giratina und Arceus in der Blitzform. Das ist auch, ja, also das ist hier alles noch im Aufbau. Ja, das ist einfach, also da mache ich mir gar keine Sorgen, da kommst du definitiv noch gut hoch. Schau mal in die Bilder, da bist du bei 89, das ist auch schon okay. Ja, ich denke, das ist okay für dein Level. Klar, mehr geht immer, aber ich denke, du bist auf einem guten Weg. Bist hier vom Reittier Level 20, da geht auf jeden Fall mehr noch. Aber auch das kommt mit der Zeit. Huch. Im Duellrang bist du sogar in den Top 50, auf Platz 47. Das ist schon mal gut und da wirst du auch sehr schnell aufsteigen mit einem Seelebier. Prestige ist für dich nicht wichtig und im Grenzduell bist du noch nicht in den Top 50, aber auch hier kommst du früher oder später rein. Schauen wir uns mal dein Team an oder generell deine Pokémon. Du hast hier Mew als dein stärkstes Pokémon, Celebi, Ampharos, Glurak. Ja, das sieht auf den ersten Blick schon mal recht gut aus. Du hast hier ein paar starke Pokémon schon oben. Ich finde den Käfer so bescheuert. Dieser komische Buskäfer da. der fehlt mir tatsächlich auch noch. Den brauche ich noch. Habe heute mal versucht, ihn zu fangen, aber ihn nicht bekommen. Aber das sieht bei dir doch schon recht gut aus. Hast schon eine recht große Vielfalt an Pokémon und das Celebi ist halt einfach godlike. Ich liebe Celebi. Das weiß, glaube ich, jetzt jeder, der auf meinem Kanal oder generell meine Story so ein bisschen verfolgt. Ja, Celebi ist einfach der MVP. Hast hier auch ein solides Wesen, genau das gleiche wie ich. Ja, auf jeden Fall gut. Gut, der kleine Grüne. Dein Mew ist am stärksten, hast hier Heiligenschein 3 drauf, bist plus 12 vom Kombi-Level und spielst hier den Metallmantel. Ist auf jeden Fall passend für Mew. Ich würde dir tatsächlich aber auch empfehlen, Mew Stück für Stück aus deinem Hauptteam rauszunehmen, da es einfach zu langsam ist. Durch seinen Wandler bekommt es immer eine Runde auf den Sack. Und das willst du später nicht, weil ja, manchmal ist eine Runde halt schon GG, so. Eine Runde kann manchmal schon einfach der Tod sein. Ja, vielleicht fürs Zwei-Team oder so, aber ich würde dir empfehlen, das Stück für Stück aus deinem Hauptteam rauszunehmen. Zum Ebene clearen und so ist es ganz gut, aber genau. Behalt das mal im Hinterkopf. Hast hier noch nicht wirklich Accessoires für das Mew. Können wir schauen, du hast hier auch noch nicht so viele Möglichkeiten. Du bist ja auch erst Level 60. Da werde ich jetzt nicht so drauf eingehen. Das kommt mit der Zeit dann tatsächlich. Ja, da musst du einfach noch ein paar Level höher werden. Dann kannst du dich hier auch bei den Accessoires etwas austoben. Schauen wir mal hier in deine Durchbrüche. Du bist hier schon gut dabei mit Initiative, Verteidigung und KP. Ja, Verteidigung ist so ein netter Nebendurchbruch. Initiative ist natürlich super und auch KP ist sehr gut. Hier willst du den Spezialangriffswert, wobei ich auch sagen würde, ja, für Mew reicht so ein gutes Mittelding hier, denn du sollst es Stück für Stück aus deinem Team rausnehmen. Konzentrier dich da lieber auf die anderen. Also passt das hier im Großen und Ganzen schon. Kombi Level 12, da geht auf jeden Fall mehr. Wobei ich auch hier sagen, ja, hier würde ich auch erstmal das Mew so wieder ein bisschen zurückschrauben. Aber machst du, glaube ich, hier sowieso eh schon. Aber sonst passt es soweit hier. Können wir auf die Freundschaft schauen. Du hast Freundschaft 44. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Da sollte 50 schon mindestens drin sein für Level 60. Da musst du dich ein bisschen ranmachen.
Sonst von den Attacken hier, geheime Fähigkeiten, hast du die ersten drei schon mal vollständig. Können wir gucken, ob du hier, okay, du hast auch keine. Wahrscheinlich butterst du alles, ja, in Celebi rein. Sehr gut. Ich hätte es dir nicht anders sagen können. Ja, passt einfach, keine Ahnung. Hier, ich bin nicht so der Freund von Mew fürs Late Game und Mid Game. Fürs Early Game, okay, aber ab, das war's dann auch. Das haben wir, das haben wir. Also passt das mit Mew, genau. Halte ich ein bisschen dran, Stück für Stück einfach rausnehmen. Kommen wir zum interessanten Teil. Du hast hier ein Celebi, sehr schön. Ich weiß nicht, wie du es bekommen hast. Wahrscheinlich gezogen durch eine Ziehung. Und da wünsche ich, also das ist halt schon echt für den Anfang, Celebi zu ziehen in der Ziehung, ist schon richtig geil. Ja, GZ dazu nochmal. Also ich gehe davon aus, dass du es gezogen hast. Du bist ja erst VIP 3 und demnach hast du es dir nicht durch die Fragment. Beziehung durch Celebis Ankunft da geholt. Ja, GZ dazu. Hier der Initiative Wert schon durchgebrochen, sehr, sehr schön. Hier willst du natürlich KP und auch die defensiven Werte haben. Spezialangriff ist auch gar nicht mal so schlecht bei Celebi. Ich sehe es ja bei meinem, ich drücke manchmal halt echt 200.000 Damage auf irgendwie ein Pokémon, wo die Pflanzenattacke sehr effektiv ist. Also, ja, Celebi ist auch recht stark. Vom Damage her, wenn man so ein bisschen drauf achtet. Schaden tut es auf jeden Fall nichts. Hier machst du ja aber auch schon Stück für Stück hier alles gut rein. Würde ich dir auch empfehlen, alles auf Celebi erstmal. Fokus auf Celebi, alles was du kriegst, da reinhauen. Und dann kannst du eigentlich auch erstmal nichts falsch machen. Hier Heiligenschein 2, da könnte man was anderes reinmachen. Würde ich dir auch empfehlen von den 72 Karten. Versuch hier wenigstens Temposchub 2 oder. Ja, Temposchub 2 hier reinzunehmen. Genau, das sollte, musst du halt ein bisschen ziehen, aber dann, das solltest du eigentlich kriegen, früher oder später. Die Karten reichen dafür. Mach das. Weil der Heiligenschein 2 ist okay, da boostest du dein Team so mit, aber du willst ein schnelles Celebi haben, du willst, dass es oft die Ulti einsetzt, du willst, dass es oft bufft und healt. Deshalb Temposchub, ganz wichtig. Ist bei mir selber auch noch nicht drauf, ich habe auch keine Karten, aber kommt noch. So. Schau mal hier, da ist die Freundschaft okay. Freundschaft 50, das ist auf jeden Fall gut. Bei den geheimen Fähigkeiten, hier hast du schon eine Viererfähigkeit reingehauen, das ist auch gut. Machst hier Stück für Stück wahrscheinlich die alle 8 voll. Genau richtig, wie du das machst. Ja, und dann Stück für Stück einfach gucken, welche du brauchst. Das ist auf jeden Fall auch keine Verschwendung auf Celebi. Alles soweit gut. Schauen wir mal hier zu den Trage-Items. Hier hast du die Überreste. Ja, auf jeden Fall kann man spielen auf Celebi. Habe ich, glaube ich, momentan auch. Nur halt plus 6 oder 5 irgendwie so. Aber auf jeden Fall solide. Hier hast du für deine Ausrüstung. Kann man mal gucken, was du da so reingehauen hast. Da Celebi ja doch dein wichtigstes Pokémon tatsächlich ist. Hier Spezialangriff, zweimal prozentual. Das ist auf jeden Fall okay. Wahrscheinlich hast du hier das Beste reingehauen. Das ist auch okay. Wird dir natürlich früher oder später hier dann klar, wenn es ans Set machen geht, da bist du noch nicht, aber geh hier für Celebi auf das Sternträger-Set. Da machst du nichts falsch mit. Und hier hast du nur einen Initiative-Wert drauf, prozentual. Mal gucken hier, ob du noch was anderes hast. Nee. Okay. Das wäre vielleicht sogar noch besser für von denen, aber ja, ist wurscht. Das ist nicht so wichtig. Die Mini-Zahlen da, die ändern jetzt auch nicht groß was daran. Ja, habe ich ja schon gesagt, das kommt mit der Zeit. Hier hast du das Zuchtlevel 16 schon erreicht. Können wir gucken hier. Ja, früher oder später einfach das Celebi auf 20 hauen, würde ich dir empfehlen. Ja, mit 20 machst du nichts falsch. Hier entwickeln können wir es nicht. Schauen wir uns mal das Ampharos an. Das ist auch super hier. Temposchub 3, sehr, sehr gut. Mit dem Magneten. Auch definitiv solide. Können hier mal gucken, da hast du einen KP-Durchbruch und einen Angriffsdurchbruch gehabt. Ja, gleiches Spiel, versuch halt hier Stück für Stück die Initiative und den Spezialangriff durchzubrechen, wenn du es tatsächlich in deinem Hauptteam weiterspielen möchtest. Ja, genau, die Feinheiten, das kommt aber auch mit der Zeit natürlich. Du hast jetzt hier auch einige Projekte. Schauen wir mal weiter in die Kombi, da bist du plus 13, das ist auch okay. 15 würde ich hier für das Ampharos erstmal empfehlen. Mal gucken, 14 würde gehen, aber nee. Ja. Das ist dann
Also ja, 15 sollte drin sein. Genau. Vom Freundschaftslevel musst du definitiv nachziehen. 50 auch wie Celebi würde ich dir empfehlen. Einfach mal ransetzen und hier diese Flammenbesen farmen. Das ist auf jeden Fall wichtig und nötig. Hier hast du nur zwei Fähigkeiten drin. Momentan ist ja auch VM-Knappheit. Das machst du aber auch. Würde ich dir auch hier Stück für Stück ein bisschen höher hauen. Einfach auch gucken, dass du hier die Fähigkeiten voll kriegst. Nur natürlich erstmal auf Celebi. Erstmal hier 8 drauf und dann kannst du dich dem Ampharos widmen. Genau. Magnetrix hier, das ist klar. Und hier einfach nur das, was du hast. Ist alles nicht gut, aber ja, du hast halt gerade noch nichts anderes. Somit ist das dann auch schon wieder gegessen, ne? Können wir hier aufs Glurak gucken. Hast hier den Drachenzahn 4, bist auch plus 11 von der Kombination. Das kannst du auch auf 15 machen, früher oder später. Hast hier keinen einzigen Durchbruch, okay? Also wahrscheinlich spielst du es einfach momentan nicht in deinem Team so richtig, aber hier wäre es natürlich auch schön, wenn du das Glurak ein bisschen polierst, weil 155 DV ist jetzt, oder hier generell, das ist halt einfach nicht so super. Brand 3 ist, naja, geht so geil. Hier willst du eigentlich auch was anderes. Am besten Drachensprache 3. Ja, oder Drachensprache 2 kannst du hier gucken. Eventuell reichen die Karten dafür, dass du hier für Celebi und dem Glurak noch eine andere Fähigkeit geben kannst. Weil Brand ist, ja, bringt halt einfach nicht so viel. Schauen wir mal weiter hier von der Freundschaft. Bist du auch echt unterirdisch? Das musst du nachziehen, wenn du spielen willst, tatsächlich. Und auch von den Accessoires, ja, gleiches Spiel, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen. Genau, und Kombi noch ein bisschen hoch und dann sollte das auch passen. Können hier noch ein bisschen gucken. Du hast hier einen Galagladi schon entwickelt und auch einen Sumpex. Den habe ich voll spät bekommen. Den habe ich jetzt erst letztens gefangen. Also die Unterentwicklung. Du hast ihn anscheinend schon ganz am Anfang. Sehr interessant. Ich muss jetzt hier nochmal kurz gucken. Ne? Dein Ampharos hat ein neutrales Wesen. Ja, ist okay. Schau mal, was hier dein Sumpix hat. Verteidigung, das ist Crap. Das willst du nicht. Das solltest du auch nicht spielen und nicht weiter bauen. Das ist auch leider Crap. Aha, das ist so schade. Weil das Galagladi macht halt Angriff. Normalen Schaden. Und du hast. Ja, du hast Minus Angriff, du hättest das eher zu einem Gurdwar entwickeln sollen. Dann hättest du sogar ein recht gutes Wesen. Jetzt allerdings ist es leider scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber da hast du es dir selber verbockt. Das hättest du in einen Gurdwar entwickeln sollen. Da hättest du einfach mehr davon gehabt. Nun gut, würde ich auch nicht bauen, meiner Meinung nach, jetzt da, durch das Wesen. Die Fähigkeit ist zwar okay, aber ja. Guck mal hier auf das Knacksel, das ist sehr schön. Das würde ich dir tatsächlich empfehlen zu bauen. Knackrack oder ja, ist sehr stark. Ja, würde ich bauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann mal gucken, wie viel dir hier noch fehlt. Ja, schon noch ein bisschen, aber das wäre wirklich eine Idee. Das könntest du auch in dein Hauptteam tun, zum Beispiel anstelle von dem Mew. Ja, wäre eine Überlegung wert. Kann ich dir nur empfehlen, das Teil ist ziemlich stark, auch gegen die Vogelmeter und auch gegen die ganzen Gluraks. Da er ist mit seinem, können wir hier drauf gucken, hier mit seinem, nee, warte, Dampfwalze ist das nicht. Wo ist es? Er lernt auf jeden Fall noch eine Gesteinsattacke dann durch die Entwicklung und, oder bekommt noch eine Gesteinsattacke und die macht halt gut Schaden, ne? Auf die ganzen Feuer und Flug und bla, diese ganzen Vögelflatterteile. Das ist schon nicht schlecht. Und es macht echt saftigen Schaden. Hier, ich fütter das da mal rein, weil das willst du bauen. Das hat auch ein gutes Wesen. Demnach, ja, nimm dich dem an. Eventuell kriegst du hier ja auch noch Temposchub oder Machomai drauf. Oder beziehungsweise die Kombi. Das wäre gut auf plus, also auf Stufe 2, das wäre zu empfehlen. Und auch hier einfach ein bisschen polieren. Hier willst du Angriff haben für den Kollegen, denn ja, der macht auch normalen Angriff Schaden. Ja, sehr schön. Hast du natürlich auch noch nichts drin, aber dem würde ich mich tatsächlich widmen, nach Celebi sogar. Konzentriere dich auf Celebi Ampharos und hier Kollege, dann machst du erstmal nichts falsch. Könntest dann auch den Drachenzahn ihm geben, rein theoretisch, wenn du Glurak nicht spielst. Ja, mal gucken. Hier auch das Kombi-Level Stück für Stück einfach hochpushen und dann, ja, ist die Entwicklung auch nicht mehr weit. Hast hier noch einen Logok. Mit auch, ja,
Das ist alles eher so, ich weiß nicht, Garbage. Das ist auch noch recht gut tatsächlich, dass wenn du ein Damage-Metagross früher oder später haben willst, lohnt sich das tatsächlich. Es hat ein gutes Wesen dafür. Dein Metagross macht auch extrem viel Schaden später. Ja, kann man sich auch mal als irgendwann ein anderes Projekt suchen und vielleicht hochhauen. Ja, genau. Früher oder später kannst du dir auch ein Metagross bauen, was gut ist. Hier von den restlichen würde ich dir jetzt erstmal nichts empfehlen. Ja, nee. Ja, nee, konzentriere dich eher auf die, die ich dir gesagt habe. Du hast hier sogar noch einen Tarnhel. Was hat das für ein Wesen? Plus-Initiative, das willst du auf jeden Fall nicht haben. Das hat ein Wesen, was nicht gut ist für später. Und auch hier macht das normalen Schaden. Schon eigentlich, oder? Das könntest du dir eventuell auch noch bauen. Hier in Libeldra. Ist auch nervig und das Wesen ist auch solide. Kannst hier sogar Wohlwollen einmal machen. Zack, ich mach das mal für dich. Genau. So viel zu deinen Pokémon. Habe ja doch recht viel gesagt. Ja, schau einfach, halt dich ein bisschen dran, dann fährst du gut und wirst auch in die Top 50 kommen. Wahrscheinlich sogar Top 20 oder auch Top 10, wenn du dich ein bisschen ranhältst. Mit Celebi ist das auf jeden Fall schon sehr gut. Schauen wir mal hier auf deine Orden. Da blinkt es eh gerade schon, worauf du gehst. Natürlich hier den Heilorden, standardmäßig für den Start. Ich würde dir empfehlen, auf den Flutorden zu gehen, wie ich es eben empfehle, aber da bist du auch schon dabei, den nebenbei ein bisschen zu pushen. Mach da weiter, der ist auf jeden Fall solide. Gehen wir zu deinen Orden mal. Da bist du. Oh, da kannst du hier sogar was verbessern. Huch, huch, was ist das? Wird mir jetzt hier erklärt, wie ich Arena spiele oder was? What the fuck? Ja, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Du kannst hier einen Kern einsetzen, das hast du wahrscheinlich noch gar nicht verstanden, wie das geht. Du hast hier solche verschiedenen Kerne, Universalkerne, und die kannst du einsetzen, wenn hier so ein Plus ist. In dem Fall willst du natürlich den Kern haben und jetzt kriegst du zack, plus 2% KP auf alle deine Pokémon. Ist sehr geil. Immer schön im Auge behalten. Hier kannst du auch verbessern nochmal. Würde ich auch immer empfehlen. Genau. Kannst du hier sogar jetzt noch einen reinpacken? Ich mache das einfach mal für dich. Denn die willst du haben, die Prozente. Nochmal plus 2 Verteidigung für alle. Sehr schön. Hier immer so lange die Arenen hochhauen, bis du die nächste Arena schaffst und dann dich komplett der nächsten Arena widmen. Mit 4 Sternen natürlich. Genau, so viel zu den Arenen. Können wir mal ins Erkundungskapitel gucken. Hier bist du auch noch nicht so weit. Level 164, das geht. Ich hole das mal hier für dich ab und mach mal ein bisschen hier. Zack. Bist doch 169, das passt schon. Einfach immer die Mission annehmen, dann ist das auch nicht schwer. So, in 10 Minuten ist der Weltenboss sogar, okay. Da muss ich mich ein bisschen beeilen jetzt mit dem Video, aber wir sind eh fast durch. Können hier nochmal auf die Fähigkeiten gehen. Du hast den oberen Baum gewählt, den Verteidigung- und Initiative-Baum. Das ist auf jeden Fall gut. Hier würde ich dir raten, aufhören reinzuhauen, denn du willst alles in die Prozente haben. Machst du eh schon. Einfach ab jetzt hier schön, ja, such dir eins aus. Damage ist natürlich schön. KP, ja, ich weiß nicht, ich habe den unteren Baum gewählt, denn ich will am Ende den Initiative-Bonus haben, plus, ja, den mittleren. Ich baue beide so ein bisschen, aber der Fokus liegt auf dem unteren. Musst du für dich wissen, ob du das willst. Schauen wir nochmal in die Bilder. Da hattest du genau 89. Hier werde ich mich jetzt gar nicht so wirklich lange aufhalten mit. Hier geht es eigentlich nur ums Entwickeln und so ein bisschen Fangen. Aber ja, genau, das ist. Da bist du schon, du hast so die ganzen Unterentwicklungen schon und da kannst du leicht die Pokémon entwickeln. Also ein Smetbo, das machst du bitte sehr schnell, nachdem du dieses Video geguckt hast, denn dafür brauchst du halt so gut wie nichts. Nur, ja, und das sind plus 30% KP, 0,3% KP, das ist nicht viel, aber es läppert sich tatsächlich. Nee, und hier so Standard-Dinger wie entwickeln, Kleinstein oder ja, halt einfach entwickeln, entwickeln, entwickeln. Dann geht das auch recht gut voran. Können auch mal in die Gilde schauen, wo du da bist. Du bist hier in Epic drin. Das ist eine Level 10 Gilde. Auch ihr seid auch randvoll. Habt eine WhatsApp-Gruppe, das ist doch schon mal sehr schön. Immer schön spenden hier. Und deine Technologie, da bist du auch dran. Gehst hier auf die Initiative sehr viel. Das ist auf jeden Fall gut. Und in deinem Fall würde sich natürlich hier auch Spezialangriff lohnen. Ich würde hier natürlich den Damage nicht ganz vernachlässigen.
Ja, mach mal hier ein bisschen den Damage rein, zieh mal den Damage ein bisschen nach, den Spezialdamage. Damit fährst du auf jeden Fall nicht schlecht. So, haben wir das auch. Hast du hier sogar noch einen Erfolg bekommen? Wahrscheinlich durchs Einsetzen deines ersten Orden-Dingster-Bumster. Hier, Arena-Fertigkeit mit Level 20. Genau, also nochmal 12 Diamanten für dich abgeholt. Sehr schön. Gut, in dem Sinne, ich würde sagen, das war's tatsächlich schon wieder. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und haut ihr Rinsen mit nem Grinsen. That I'm at an all time. No.